In meinem letzten Video habe ich die HiShock Shark X4 Lite VR-Brille vorgestellt und in dem Zusammenhang das Gamepad erwähnt. Und im heutigen Video wollen wir uns genau dieses Gamepad mal im Detail anschauen. Hallo, ich bin Joe Dominguez, willkommen auf meinem Kanal. Wofür brauchen wir ein Gamepad? Ein Gamepad ist quasi ein Miniaturpendant zu einem Spielkonsolen-Controller, mit dem wir über das Mobiltelefon, ein Tablet oder auch den PC zum Beispiel Spiele steuern können oder uns auch bewegen können. Und das wollen wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Geliefert wird das Gamepad Black Widow, wie es heißt, in dieser Hartschalenbox, die auch zur Aufbewahrung gedacht ist. Und hier passt nämlich wirklich alles rein, was mit dem Gamepad zusammenhängt. Wir schauen uns das von außen an. Das ist eine sehr stabile Verpackung. Die kann man nicht eindrücken. Die hält richtig was aus. Und ist auf oben aufgedruckt, sehen wir die Bedienelemente des Gamepads. Als erstes haben wir eine ausführliche Bedienungsanleitung, auf die wir gleich nochmal eingehen. Dann haben wir hier das Gamepad selbst. Des Weiteren, und das passt alles in diese Schachtel hier rein, wird ein Stand mitgeliefert. Das ist total klasse, wo man zum Beispiel das Smartphone oder das Tablet draufstellen kann. Der ist richtig gut, den zeige ich gleich. Und ein USB-Ladekabel ist auch enthalten. Und alle diese vier Zubehörteile oder alle vier Lieferumfangteile passen in diese Hartschale rein, womit sie super zu transportieren und gut zu verstauen sind. Wir werfen zunächst mal einen Blick auf die beiliegende Bedienungsanleitung. Diese ist gefaltet wie der Beipackzettel von Arzneimitteln. Besteht im Prinzip nur aus zwei Seiten, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch und ist sehr ausführlich. Sie beschreibt im Detail, wie das Gamepad mit dem entsprechenden Gerät, Smartphone oder Tablet oder PC zu verbinden ist, welche Einstellmöglichkeiten es gibt und was wir damit machen können. Sehr gut gemacht. Wenn man den Bogen raus hat, lässt sich das auch ordentlich wieder zusammenlegen und problemlos in unserem Transportcase verstauen. Des Weiteren im Lieferumfang, wie eben erwähnt, ist dieser Stand. Der sieht nicht nach viel aus, aber der äußere Eindruck täuscht. Der lässt sich zweimal ausklappen, also man kann ihn so benutzen oder bei größeren Geräten, die mehr Gewicht haben, weiter ausziehen. Und dann haben wir hier hinten eine Klappe, mit der wir das arretieren können, und zwar in 1, 2 bzw. 3 Positionen, je nachdem, wie schräg wir das brauchen. Und das, ich habe es getestet, bis 10 Zoll Tablet, was ja schon ein bisschen Gewicht hat, hält einwandfrei. Das funktioniert tadellos, mit dem Handy sowieso, und bei Nichtbenutzung klappt man es einfach wieder zusammen, klein, verstaut und schon passt es wieder in unsere Transportschale. Das ist wirklich ein cleveres Ding. Unten mit einem Streifen und zwei Noppen, dass das Rutschen verhindert. Und hier vorne in dem Einlagefach für das entsprechende Gerät ist nochmal eine Kante, das verhindert, dass das Gerät, also Smartphone oder Tablet, nach vorne wegrutschen kann. Das ist wirklich clever gemacht und durchdacht und mobil einsetzbar. Wunderbar. Wir schauen uns das Gamepad jetzt mal im Detail an. Trotz seiner geringen Größe liegt es sehr gut in der Hand. Man kommt an alle Tasten wunderbar dran. Es ist grundsätzlich in matt schwarz gehalten. Abgesehen von einigen Elementen, die in glänzend gehalten sind. Und im Detail betrachtet haben wir die Steuerelemente, wie wir sie von normalen Konsolencontrollern her auch kennen. Nur eben halt in dieser kleineren Form. Hier unten ist das alles ein bisschen ausgeschachtet. Ist quasi ein Eingriff, dass man das gut halten kann. Das Gamepad hat einen fest verbauten Akku. Dieser hat eine Kapazität von 380 mAh und wird hier vorne über diesen USB-Port geladen mit dem mitgelieferten Kabel. Okay, das ist nicht sehr lang, das macht aber nichts. Das kann man dann entweder an den PC stecken zum Laden oder an einen handelsüblichen Adapter für die Steckdose, wie man ihn vom Handy oder vom Tablet her kennt, und dann komfortabel aufladen.
Als ich ihn das erste Mal aufgeladen habe, hat es ungefähr 45 Minuten gedauert und dann war der voll. Denn hier unten ist eine kleine Anzeige, die leuchtet, wenn der Ladevorgang läuft, beziehungsweise erlischt, wenn der Ladevorgang beendet ist. Des Weiteren haben wir hier 4 Status-LEDs, die über den Batteriestand Auskunft geben. Allerdings leuchten die nur ganz kurz auf, wenn eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut wird. Also in dem Augenblick, wo die Bluetooth-Verbindung steht, kommt hier ganz kurz diese Leiste zum Leuchten und sagt in 4er Schritten, wie voll der Akku noch ist. Verschiedene Elemente sind in glänzend gehalten bzw. angeraut. Wir haben hier die beiden Taster für das OS, für das OS-Auswahl, entweder Android oder iOS, die glänzend sind, beziehungsweise auch das Steuerkreuz ist in glänzend gehalten, wobei die beiden Sticks in leicht angerautem Matt gehalten sind. Der Startknopf, wo High draufsteht, beziehungsweise die X, Y, A, B Tasten oder auch andersrum, A, B, X, Y, sind wunderbar durchsichtig und gelb unterlegt mit schwarzer bzw. gelber Schrift. Das ist alles optisch sehr schön gestaltet. Die Bedienelemente sind nichts Neues, die kennen wir aus von anderen Controllern. Ebenso haben wir, wie von anderen Controllern bekannt, links und rechts jeweils L1, L2, R1, R2 Taster, die entsprechend genutzt werden können. Und auf der schmalen Vorderseite, neben dem Anschluss für das USB-Kabel zum Laden, haben wir den Modus-Auswahlschalter. Dieser bietet uns, wie gesagt, jeweils im Android- und im iOS-Betrieb 2 Modi. Einmal Gamepad und einmal Keyboard. Er ist ein bisschen fummelig und schwierig zu erreichen. Man muss sich darauf konzentrieren, die richtige Einstellung vorzunehmen. Das hat aber, es sitzt dann auch sehr stabil und hat den Vorteil, dass man nicht versehentlich drankommen und ungewollt irgendwas verstellen und einen anderen Modus auswählen kann. Gestartet wird das Ganze über den Startbutton, wo so schön High draufsteht. Diesen halten wir für 2 Sekunden gedrückt. Dann fängt er an zu blinken und sendet sein Bluetooth-Signal aus. In den entsprechenden Bluetooth-Einstellungen unseres Android-Gerätes wird das dann erkannt und man kann das Gerät verbinden, beziehungsweise, wenn es schon mal verbunden war, koppeln. Dann ist das verbunden und wir können über den Controller in der Keyboard-Auswahl uns im Tablet bewegen, die verschiedenen Icons auswählen, unter anderem das Spiel, das wir spielen wollen, und dann über die A-Taste starten. Das ist ganz sinnvoll. Wenn das Spiel dann entsprechend für einen Controller geeignet ist, funktioniert die Steuerung darüber einwandfrei. Ich habe das auf dem Tablet getestet mit dem Spiel Space Marshals 2 und im VR-Betrieb über das Smartphone habe ich es getestet mit Galaxy VR. In der Bedienungsanleitung werden sowohl normale Spiele als auch VR Games empfohlen, mit denen das Gamepad auf jeden Fall funktioniert und die dafür geeignet sind. Wir haben hier eine richtig große Sektion mit Spielen, die auch schon getestet wurden und wo das einwandfrei funktioniert. Das habe ich für VR gemacht, mit diesem Galaxy VR, das ging einwandfrei. Und auf dem Tablet, wie gesagt, mit Space Cowboys, mit Space Marshals 2 getestet und auch da ging das einwandfrei. Im Gamepad-Modus ist es wie gesagt möglich, entsprechende Spiele zu steuern, sofern das Spiel für Gamepads ausgelegt ist. Wenn es das nicht ist, geht es selbstverständlich nicht. Gerade im VR-Bereich ist es natürlich hilfreich, wenn man einen Game-Controller oder einen Bluetooth-Controller zumindest hat, um sich da zu bewegen, weil man ja nicht jedes Mal die Brille absetzen möchte. Und wenn das Spiel für Gamepad geeignet ist, dann funktioniert das auch. Ansonsten kann man zumindest mit der Keyboard-Funktion sich entsprechend komfortabel bewegen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir fangen mal mit dem VR-Betrieb an. Ganz kurz die Brille rein. Das ist soweit vorbereitet. Okay. Bluetooth an. Das Ding starten. Warte mal, so geht's nicht.
Warte. Bluetooth an. In die Einstellungen gehen. Bluetooth-Einstellungen. Dann würde jetzt, doch, hier steht er schon drin. PG9058. Wir starten das hier mal. 2 Sekunden gedrückt halten auf der High-Taste. Das fängt an zu blinken. Und ich kann jetzt im Smartphone das auswählen. Verbindung wird hergestellt, gekoppelt, verbunden, alles fertig. Und die Anzeige leuchtet. Okay, wir starten also mal unser Spiel. Zack. Und legen das dann mal ein. So. Und dann geht es auch schon los. Das ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Okay. Und hier sehen wir direkt, sehen wir im Menü, in dem wir das Gamepad einstellen können. Okay, hier wird direkt gefragt, welche Funktionen auf welche Tasten gelegt werden sollen. Das können wir jetzt hier wunderbar komfortabel einstellen. Zu dem Menüpunkt kann man auch jederzeit wieder zurückkehren. Das ist überhaupt kein Problem. Ich hatte das vorher schon mal gemacht, deshalb klicke ich das jetzt einfach nur durch. So, das ist der. So, und weiter geht's. Das ist das Steuerungsmenü, über das wir jederzeit über den Piloten View-Modus zurückkommen können. Also ich möchte hier nicht das Spiel erklären, sondern es ist einfach nur eine Darstellung, wie das Gamepad sich in dieses VR-Game integriert. Und hier geht es auch schon los. Da können wir ein bisschen fliegen und ein bisschen was machen. Wie gesagt, ich bin kein Gamer. Das dient hier nur zu Demonstrationszwecken, wie man sich da bewegen kann und so weiter und vor allen Dingen um die Funktionalität von diesem Gamepad. Was ist hier los? Aha, okay. Und dann können wir auch schon Gas geben, glaube ich. Das können wir auch ausblenden. Aber man kann immer wieder zu diesem Menü zurückkommen in dem Spiel. Das ist total praktisch. So, und hier, jetzt geht's los. Und zack, und dann geben wir dem Ding mal Gas und können wie wild durchs Weltraum zutschen, wenn wir das denn wollen. Zack, und für den Demonstrationsmodus sollte das für an dieser Stelle eigentlich auch schon reichen. So. Soweit zu dieser Demonstration. Mit dem Tablet ist es genauso einfach. Wir gehen in unsere Einstellungen, wählen Bluetooth aus, machen Bluetooth auf, wählen unser Gerät aus, verbinden das, starten dann unser Spiel und so weiter. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Das sieht nämlich dann so aus, dass wir hier da sind, Bluetooth auswählen. Wir gehen in die entsprechenden Settings, wählen Bluetooth aus. Und bekommen schon unser PG9058 angezeigt, was wir dann entsprechend auswählen können. Und ruckzuck ist die Verbindung schließlich aufgebaut. Eingabegerät, so, zack. Das Spiel startet. Einmal tippen für beginnen, dann alles mit A auswählen, alles bestätigen und schon geht das Spiel auch los. Wobei ich auch hier wieder sagen muss, okay, die Bedienung funktioniert entsprechend, aber naja, ich spiele das jetzt zwar, aber es ist nicht, schieß, so, guck mal da, ist nicht mein primärer Einsatzzweck, aber zum Testen zur grundsätzlichen Funktion ist das natürlich entsprechend wichtig. So, jetzt müssen wir da lang. Und wieder zurück. Ab und zu gucke ich schon mal in so ein Spiel rein, das ist ganz klar. Ich habe ja auch Spiele, Konsolen und so weiter. Ist aber nicht der primäre Einsatzzweck. Jedenfalls
um es im Test zu zeigen. Ziel, 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 Ziel. Und pff, zack, erwischt. Naja, bitte. Und Checkpoint erreicht. Also, alles klar. Es geht nur um die prinzipielle Funktionsdarstellung, um die Funktionalität des Gamepads. Und das ist anstandslos. Und das können wir dann hier an dieser Stelle auch abbrechen. Damit wäre das gezeigt. Abschließend im Fazit zu dem Gamepad. Es ist ein gutes Gamepad, was sich leicht verbinden lässt mit dem jeweiligen Gerät und für die entsprechenden Spiele hervorragend geeignet ist. Dadurch lassen sich alle möglichen Sachen steuern. Hilfreich ist auch die Keyboard-Funktion, mit der man komfortabel in den verschiedenen Apps rumblättern kann, beziehungsweise die in gewissem Umfang Steuerungsmöglichkeiten für das Android-Gerät bieten, beziehungsweise auch die Mausfunktion. Die ist ein bisschen fummelig zu bedienen, erfüllt aber auch ihren Zweck. Für Spiele also geeignet, sofern das Spiel bzw. die VR-App Gamepad geeignet ist, was nicht alle sind. Aber wenn es geeignet ist, ist es auf jeden Fall sehr hilfreich. Was das Bewegen im VR angeht, ist es komfortabel, weil man nicht jedes Mal das Telefon rausnehmen und manuell irgendwas einstellen muss, sofern die App das Gamepad unterstützt. Der Lieferumfang ist hervorragend, die Bedienungsanleitung ist hervorragend, es stehen jede Menge Spielempfehlungen drauf, mit denen, also sowohl für VR als normal, mit denen das Gamepad getestet wurde und mit denen das einwandfrei funktioniert. Das ist sehr hilfreich. Die Bedienungsanleitung ist in Deutsch und in Englisch sehr umfangreich und detailliert. Die sollte eigentlich alle Fragen beantworten. Ganz toll ist das Zubehör, wie zum Beispiel dieser Stand oder auch das Ladekabel. Und das Tolle ist, dass alles in diese sehr stabile Verpackung passt, in dieses Hardcase, mit dem das gut transportiert werden kann und sicher und geschützt aufbewahrt werden kann. Das Ganze zu einem Preis von zurzeit unter 30 Euro, ich glaube 27,80 oder irgendwas, was es derzeit kostet. Da kann man nicht viel falsch machen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das war's für heute mit dieser Review und der Vorstellung des Gamepads Black Widow von HiShock. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, welches Gamepad ihr benutzt, welche Erfahrungen ihr hiermit gemacht habt, wo es Schwierigkeiten gab oder wo es besonders gut funktioniert hat. Und empfehlt meinen Kanal, abonniert mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.